Gut, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Live-Führung aus der Gedenkstätte Hadamar. Mein Name ist Franziska Schmidt und ich darf Sie heute mit auf einen bauhistorischen Rundgang nehmen. Für das Ganze habe ich mir ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Das heißt an der Stelle einen herzlichen Dank an diejenigen, durch die das Ganze heute überhaupt erst möglich ist. Das ist einmal Lena Horz, die mich mit der Kamera begleiten wird, und Arne Joost, der die Kommentarfunktion betreuen wird. In die Kommentare dürfen gerne jederzeit Fragen, vor allem Verständnisfragen, gestellt werden, die dann entweder direkt schon parallel zur Führung beantwortet werden oder an bestimmten Punkten direkt zu mir in die Führung mit reingegeben werden. Das heutige Thema unserer Führung, unseres Rundgangs, ist die Bau- und Nutzungsgeschichte auf dem Mönchberg. Wir haben das Ganze auch das historische Gebäude im Spiegel der Zeit genannt. Und wenn man hier sich das Modell neben mir ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man im Endeffekt auch schon ungefähr den Ort, um den es uns heute gehen wird. Das heißt, in dem Modell sieht man einen Ausschnitt des Mönchberges. Auf der rechten Bildseite sollten Sie das Klostergebäude sehen können. Dieses Klostergebäude ist heute der Grund, warum das ganze Gebiet hier oben immer noch Mönchberg genannt wird, weil das Klostergebäude für eine längere Zeit Sitz von Franziskanermönchen war. Deswegen Mönchberg. Das Klostergebäude hat selbst eine unglaublich spannende Bau- und Nutzungsgeschichte, um die wird es heute allerdings nicht gehen. Das heißt, wir konzentrieren uns heute auf das Gebäude nebendran. Das Gebäude bezeichnen wir hier oft als das historische Gebäude. Wobei, wenn man es mit der Erbauungszeit des Klosters vergleicht, ist es tatsächlich nicht das älteste Gebäude auf dem Mönchberg. Es ist aber das Gebäude mit der für uns markantesten Geschichte. Das heißt, dieses Gebäude ist heute sowohl in der Erinnerungskultur als auch Gedenkkultur und der historischen Forschung unwiederbringlich mit der Geschichte der NS-Euthanasie-Verbrechen verbunden. Das bedeutet, von 1941 bis 1945 war dieses Gebäude eine Tötungsanstalt der Euthanasie. Das heißt, hier wurde im Rahmen von zwei Mordprogrammen ca. 14.500 Menschen das Leben genommen. In der heutigen Führung wird es nicht um die konkreten Abläufe des Mordprogrammes hier in Hadamar gehen. Wer daran allerdings Interesse hat, dem kann ich die Führung meiner Kollegin Judith Sucher empfehlen, die hier auf unserer Facebook-Seite bzw. auf dem YouTube-Kanal der Gedenkstätte auch immer noch verfügbar ist. Wir konzentrieren uns heute eher auf den Ort an sich und stellen so ein bisschen die Frage danach, welche Spuren wir heute hier überhaupt noch finden. Das heißt, aus welcher Bauphase finden wir hier noch was, aus welcher Nutzungszeit gibt es noch Spuren und was bedeuten die heute? Gut, das gesagt, starten wir auch direkt und wir starten von draußen. So, wenn wir uns hier draußen noch mal eine kurze Orientierung verschaffen wollen, haben wir noch mal eine Luftaufnahme mitgebracht, die auch einen Ausschnitt des Mönchberges zeigt, im Prinzip den gleichen Ausschnitt wie das Modell, das wir eben gesehen haben. Der rote Punkt hier, das sind im Endeffekt Lena und ich. Wir stehen vor dem Haupteingang des von uns so bezeichneten historischen Gebäudes, um das es heute auch gehen soll. Wenn wir eine Bestandsaufnahme von dem Ganzen machen, dann ist dieses Gebäude 1883 fertiggestellt worden. Es liegt auf einer leicht erhöhten Ebene und hat Hanglage. Das heißt, hinter mir Richtung Norden ist die Hanglage. Die Gebäudefront ist ca. 100 Meter lang und zeigt in Richtung Süden zu der Stadt Hadamar. Die restlichen Gebäudeteile, das heißt zwei Gebäudeflügel und ursprünglich noch ein Wirtschafts- und Ökonomiegebäude, die waren eben Richtung Norden zum Hang hin ausgerichtet. Das Ganze war ursprünglich nicht so verputzt und gelb gestrichen, wie es heute ist. Das heißt, als das Gebäude erbaut wurde, war es eigentlich ein rotbrauner Backsteinbau. Also so muss man sich es vom Aussehen her vorstellen. Für den Bau hat man sich den Wiesbadener Architekten Eduard Zeiss
hierher geholt. Eduard Zeiss war tatsächlich schon im Ruhestand. Das heißt, man hat ihn extra aus dem Ruhestand rausgeholt, um das Gebäude hier in Hadamar zu errichten. Eduard Zeiss hatte sich vorher schon einen Namen gemacht durch unterschiedliche Kirchenbauten, an denen er gearbeitet hat, vor allem aber auch, weil er 1849 an der Fertigstellung der ersten nassauischen Heil- und Pflegeanstalt Eichberg beteiligt war. Kleiner Side-Fact: Eichberg galt zu der Zeit als eine der schönsten und der modernsten Einrichtungen, wenn es um die Heilung oder Behandlung psychisch erkrankter Menschen ging. Eduard Zeiss hat jetzt versucht, bestimmte Kriterien sowohl in Eichberg als auch in Hadamar in die gesamte Planung zu integrieren. Das heißt, einerseits hat er versucht, darauf zu achten, dass es eine relativ luftige Fassadengestaltung des Ganzen gibt, dass es offen wirkt und schön aussieht. Zum anderen war Zeiss auch ein kleiner Fan von einem gewissen Landhausstil. Das heißt, auch das hat er versucht, mit in das Gebäude irgendwie reinzubringen. Sowohl Eichberg als auch Hadamar sind eher in, ich sag mal, einer ländlicheren Umgebung errichtet worden. Damit meine ich, dass sie nicht unbedingt in einem Stadtkern erbaut wurden, sondern eher am Stadtrand. Der Grund, warum man eher von Stadtferne gegangen ist, liegt daran, dass es zu der Zeit durchaus die Überzeugung gab, dass sowohl Licht, frische Luft und vor allem Bewegung im Freien durchaus heilsam sein können als Mittel oder auch Genesungen unterstützen können. Das heißt, dieses Konzept, mit wo man Anstalten auch errichtet, hat man tatsächlich in das therapeutische Gesamtkonzept integriert. Dieser Gedanke ist dann so im Laufe des 19. Jahrhunderts auch mit übergegangen, dass man gedacht hat, okay, die Natur als Heilmittel, geht auch die Natur als Mittel zur sozialen Besserung. Und der Punkt wird für Hadamar relevant, weil Hadamar war nicht wie Eichberg eine Pflege- und Heilanstalt. Hadamar war auch kein Erholungsinstitut. Hadamar wurde als Korrigentenanstalt gebaut. Das bedeutet, 1883 hat man hier ein Gebäude errichtet, bei dem es darum ging, dass man bestimmte Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verwahrt. Und diese Verwahrung war geknüpft an eine Arbeitserziehung. Das heißt, eine Arbeitserziehung zum Gesamtwohl. Damit ist gemeint, dass man Menschen hier hingebracht hat, von denen man ausgegangen ist, dass sie sozial unangepasst sind oder nicht wirklich dazugehören. Das waren in der Regel Menschen, die vorher schon Haftstrafen hinter sich hatten. Die hat man hier hingebracht und hat geglaubt, dass man die Menschen durch einen Arbeitseinsatz irgendwie korrigieren könnte, daher der Name Korrigentenanstalt. Das Ganze wurde im Grunde gemacht, weil mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 hat sich das Strafgesetzbuch geändert. Das bedeutet, dass in diesem Strafgesetzbuch jetzt vorgesehen war, dass es nicht mehr nur Haftstrafen, sondern auch eine Korrektion für diejenigen Menschen geben wird, die entweder wegen Bettelns oder die wegen Müßiggangs, Gewerbsunzucht oder sogar auch wegen Obdachlosigkeit verurteilt worden sind. Die Strafen, also die eigentlichen Haftstrafen, die daraus resultiert sind, waren eigentlich gar nicht so eklatant. Das heißt, es waren oft wenige Tage bis Wochen. Das Gefährliche an der neuen Sache war nur, dass die Menschen jetzt nach ihrer eigentlichen Haftstrafe noch zu einer Nachhaft herangezogen werden konnten. Und diese Nachhaft hat dann in Korrigentenanstalten stattgefunden und die konnten bis zu 2 Jahre lang sein. In diesen Korrigentenanstalten gab es eine sehr strenge Hausordnung. Das heißt, zum Beispiel durfte den Tag über nicht gesprochen werden. Es gab einen langen Arbeitseinsatz für die Menschen jeden Tag und es gab tägliche religiöse Übungen oder eine Form von moralischem Zuspruch, damit die Menschen an ein vermeintlich sittlicheres Leben wieder gewöhnt werden. Für die Menschen, die hier untergebracht waren, wird sich es aber allerdings eher wie ein Gefängnis angefühlt haben, weil sie unter ständiger Bewachung standen und im Grunde genommen an Zwangsmaßnahmen teilnehmen mussten. Diese Funktion als Korrigentenanstalt spiegelte sich auch in dem Gebäude wider.
Die wirklich elementaren Teile dafür sind heute allerdings nicht mehr vorhanden. Das heißt, ursprünglich gab es eine relativ hohe Umfassungsmauer, die das Gebäude komplett eingeschlossen hat. Und an allen Gebäudeflügeln, also den Bereichen, wo die Menschen untergebracht wurden, waren alle Fenster vergittert. Damit kommen wir jetzt auch schon zu unserer ersten wirklichen bauhistorischen Spur. Und zwar kann man an relativ vielen Fenstersimsen, wie zum Beispiel hier, immer noch die Reste von den abgesägten Gitterfenstern sehen und man kann sie auch tasten. Diese Gitter waren tatsächlich relativ lange noch hier. Das heißt, wirklich weggekommen sind die erst um 1958. Das bedeutet für uns auch immer, wenn wir über die NS-Zeit hier vor Ort sprechen, dass man mitdenken muss, dass auch in dieser Zeit eben noch alle Fenster in den Gebäudeflügeln vergittert waren und so ein Gefühl von Eingesperrtheit durchaus auch hier an dem Ort noch mit existiert haben müsste. So. Dann eine kleine Frage von mir. Gibt es schon Fragen an diesem Punkt? Okay, nein, Lena schüttelt den Kopf. Das ist gut. Dann gehen wir nämlich ein Stück weiter. Dann kommen wir nämlich jetzt zu einem Punkt, wo wir uns noch mal einen kleinen Überblick verschaffen über das Gebäude an sich. Und zwar haben wir hierfür auch wieder ein Luftbild mitgebracht. Diesmal eine Draufsicht auf das heutige Gebäude, das es hier auf dem Mönchberg gibt. Was man ganz gut erkennen kann, es ist diese 100 Meter lange Gebäudefront, die Richtung Süden zur Stadt Hadamar geht. In der Mitte davon ein größerer Gebäudeteil, das war ehemals das Verwaltungsgebäude. Das liegt auch einen Stock höher als die beiden Gebäudeflügel nebendran. Auf der Westseite gibt es heute auch immer noch einen kleineren Gebäudeflügel, auf der Ostseite ein bisschen längeren Gebäudeflügel. Der rote Punkt, das sind im Endeffekt wieder Lena und ich, das heißt, hier stehen wir gerade. Und wenn man jetzt einen ein bisschen überarbeiteten historischen Bauplan drüber legt, dann sollte man eigentlich ganz gut erkennen, dass das Gebäude ursprünglich mal wesentlich größer war. Das heißt, hinter diesem Verwaltungstrakt, den es heute noch gibt, war ursprünglich mal ein größeres Wirtschaftsgebäude. Das haben wir hier jetzt mal gelb markiert. Hinter dem kleinen Westflügel gab es ursprünglich mal so ein kleineres einzelstellendes Gebäude, was ursprünglich ein Stall- bzw. Ökonomiegebäude war. Bei dem blauen Punkt, da haben wir noch mal Bauten markiert, die eigentlich in den Hang hineingebaut waren. In dem Wirtschaftsgebäude waren ursprünglich so Sachen untergebracht wie die Anstaltsküche, eine Waschküche, eine Schmiede, eine Schlosserei, aber auch Vorratsräume, solche Sachen. In dem kleineren Ökonomie- bzw. Stallgebäude waren ursprünglich ein Schweine- und ein Kuhstall drin, eine Tenne, aber auch Futtervorratsräume. Die Gebäudeteile, also Wirtschaftsgebäude, Ökonomiegebäude, die sind definitiv Mitte der 1970er Jahre abgerissen worden. Das wissen wir heute. Was wir nicht so wirklich wissen, ist, was mit den Gebäudeteilen passiert ist, die in den Hang hineingebaut wurden. Wir haben jetzt vor gar nicht so langer Zeit nochmal ein neues Foto erhalten. An der Stelle sind wir auch super dankbar, weil das einen Blick für uns nochmal eröffnet hat, den wir vorher so nicht hatten. Das heißt, auch hier auf dem Bild nochmal zur groben Orientierung, gelber Punkt, das ist das Wirtschaftsgebäude, weißer Punkt, das ist das Stall- bzw. Ökonomiegebäude. Blauer Punkt sind eben jene Bauten, die in den Hang hineingebaut waren. Bei den Bauten haben wir ältere Baupläne bzw. Bauzeichnungen, wo als Bezeichnung angegeben wird, dass es sich hier um ein Spritzenhaus, also bitte im Sinne von Feuerwehr verstehen, gehandelt hat, um einen Entseuchungsraum und eine Leichenkammer. Heute ist ein bisschen unklar, was mit den Gebäudeteilen passiert ist. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Nutzung immer konstant war, was da zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht auch mal reingekommen ist und im Endeffekt, ob die auch mal umgebaut wurden.
und vor allem, wann sie weggekommen sind. Das Bild, das ich gerade gezeigt habe, ist von 1973. Das heißt, zumindest da wissen wir, da waren sie definitiv noch da. Nur wenige Jahre später ist das Wirtschaftsgebäude und das Ökonomiegebäude abgerissen worden. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass auch diese Bauten in den Hang zum gleichen Zeitpunkt weggekommen sind. Wenn wir jetzt ein Stückchen weiterlaufen, kommen wir im Endeffekt schon zu unserer nächsten bauhistorischen Spur. Und wenn Lena kurz einmal umschwenkt von mir weg, dann sollte man hier immer noch Mauerreste ganz gut sehen können. Ich hatte vorhin schon erzählt, 1883, Korrigentenanstalt wird gebaut. Das heißt, es gibt auch eine große Umfassungsmauer um das ganze Gebäude. Diese Mauer bleibt nicht die ganze Zeit hier. Das heißt, 1926 oder 1927 rum wird diese Mauer in Großteilen abgerissen. Sie bleibt allerdings an der hinteren Seite des Innenhofes noch bestehen. Das heißt, das sind im Endeffekt die Mauerreste, die wir heute jetzt auch hier noch sehen können. Ursprünglich waren die nicht verputzt und wie heute weiß angestrichen, sondern waren auch in dem gleichen rotbraunen Backstein-Look, den das gesamte Gebäude auch hatte. Wenn wir dann ein paar Schritte weitergehen und Lena für euch nochmal einen Schwenk in das Gelände reinmacht, dann sieht man da heute den Westflügel, den ein bisschen kürzeren Westflügel. Der ist kürzer, weil man beim Bau der Korrigentenanstalt davon ausgegangen ist, dass es nicht so viele weibliche Insassinnen geben wird. Das heißt, der Gebäudeteil war für die Frauen vorgesehen. Man hat ihn dann auch Weiberhaus oder Weiberbau genannt. Und wie gesagt, man ist davon ausgegangen, es wird nicht so viele weibliche Korrigentinnen geben. Deswegen ist der Gebäudeteil ein bisschen kleiner als der andere Gebäudeflügel, wo dann die Männer untergebracht wurden. Hinter dem Gebäudeteil stand ursprünglich jenes Stahl- und Ökonomiegebäude. Dieses Stahl- und Ökonomiegebäude hat über die Zeit unterschiedliche Funktionen erhalten. Das heißt, das wurde kontinuierlich umgebaut und man hat immer wieder andere Sachen untergebracht. Zuletzt in den 1960er Jahren nochmal. Davon haben wir auch ein Foto. Und zwar hier zur Orientierung nochmal, das ist ein Foto vom Innenhof. Der gelbe Punkt, das ist wieder das Wirtschaftsgebäude in der Mitte des Innenhofes, da wo der weiße Punkt ist. Da war ehemals das ist das ehemalige Stahl- bzw. Ökonomiegebäude. Der Teil, der ein bisschen heller ist, ist ein Neubau, der in den 60er Jahren gemacht wurde, beziehungsweise ein Verbindungsbau, der direkt an den Westflügel geführt hat. Und man hatte den Plan, dass das Ganze eben als Verlängerung des Westflügels benutzt werden sollte. Es gibt eine Frage, beziehungsweise Verständnisfrage. Genau, und zwar einmal die Frage zu dem Begriff Korrigentenanstalt. Das heißt, die Nachfrage, ob es dazu noch ein paar Informationen geben könnte, wann er entstanden ist und wie lange er in Gebrauch war. Okay, die Frage geht um den Begriff der Korrigentenanstalt. Das heißt, wann der Begriff im Prinzip aufgekommen ist und wie lange er in Gebrauch war. Die Regelung, dass es jetzt diese Funktion mit Haftstrafe gleichzeitig Korrektion der Menschen geben sollte, das kommt wirklich mit Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Das heißt, dann wird es im Strafgesetzbuch verankert. Die Idee von Arbeitshäusern ist allerdings schon wesentlich älter. Jetzt weiß ich nicht, wie das begriffsgeschichtlich ist, wann dieser Begriff Korrigentenanstalt sich wirklich etabliert hat. Ich kann auch tatsächlich nicht sagen, wie lange er dann noch gebräuchlich war. Für Hadamar kann ich sagen, dass die Korrigentenanstalt im Endeffekt nicht lange hier war. Das bedeutet, 1883, sie wird hier errichtet, 1906 wird sie auch schon wieder aufgelöst. Das heißt, 1906 stellt man fest, der Bedarf dafür ist hier nicht und man geht in eine andere Nutzungszeit für dieses Gebäude über. Das heißt, ab 1906 ist hier psychiatrische Nutzung. Ich hoffe, das beantwortet es ein bisschen. Gut, das war's. Dann gehen wir einen Schritt zur Seite, weil da kommen wir tatsächlich zu unserem ersten baulichen Kontakt mit der NS-Euthanasie-Zeit. Und zwar ist das die Busgarage, die hier steht.
Diese Busgarage ist extra für das erste Mordprogramm hier errichtet worden, was in Hadamar stattgefunden hat. Das bedeutet, Januar 1941, Hadamar wird die letzte der 6 Tötungsanstalten der sogenannten Aktion T4. Die Aktion T4 ist im Grunde genommen ein geheimes Gasmordprogramm, das sich in der Regel gegen erwachsene Anstaltspatientinnen und Patienten gerichtet hat. Da es ein geheimes Mordprogramm war, brauchte man eine gut funktionierende Vertuschung des Ganzen. Das bedeutet auch, man brauchte eine gut funktionierende Logistik. Weil vom System her war es so, dass Menschen in ihren Ursprungsanstalten selektiert wurden für die Euthanasie und dann über ein ausgeklügeltes Verlegesystem im Endeffekt in die Tötungsanstalten gebracht wurden. Teil dieses Verlegesystems und Teil dieser Vertuschung war dann die Busgarage, die auch 1941 hier aufgestellt wurde. Der Ort dieser Busgarage ist jetzt nicht zufällig gewählt. Das heißt, man hat sehr wahrscheinlich absichtlich diese Busgarage hier in den Innenhof gestellt, weil sie hier relativ gut abgeschirmt ist. Das heißt, man sieht sie nicht wirklich. Weil man muss sich mitdenken, dass hier eigentlich 1941 noch ein großes Wirtschaftsgebäude stand. Das heißt, der eigentliche Hof war viel kleiner. Die Busgarage stand ursprünglich viel näher an dem Hauptgebäude dran und war durch dieses Hauptgebäude auch abgeschirmt. Zusätzlich ist hier neben mir dieser Hang Richtung Norden. Da befinden sich und befanden sich überwiegend Ländereien. Das heißt, da oben ist auch keine Siedlung oder sonst was, wo Menschen, viele Menschen hätten sein können, die dann hier in den Innenhof reinschauen. Das heißt, die Platzierung dieser Busgarage durchaus bewusst gewählt. Wir gehen sie uns auch mal von drinnen angucken und ich gehe kurz einmal für Lena die Tür aufmachen. So, schaut man sich in dieser Busgarage um, dann ist es im Endeffekt ein größerer hölzerner Bau, der 3 große Flügeltore an einer Seite hat. Daneben eine Tür, über die wir auch gerade in die Busgarage reingekommen sind. Darüber hinaus gibt es eigentlich hier nur wenige Fenster. Das heißt, auch diese Busgarage an sich ist schon nicht wirklich einsichtig. Sie ist auch so groß und hat 3 Tore, damit hier 3 Busse Platz fanden, die dann fast täglich Menschen in Transporten in die Tötungsanstalt gebracht haben. Für uns aus bauhistorischer Sicht ist jetzt heute interessant, dass diese Busgarage ihren Standort zwischenzeitlich auch mal verloren hat. Das bedeutet, hier oben auf der Ausstellungstafel sieht man noch ein Bild von 1945. Da stand die Busgarage hier noch im Innenhof und vielleicht kann man auch erkennen auf dem Bild, dass die Busgarage da wesentlich enger in der Gebäudeecke drin stand. Das ist sie nicht die ganze Zeit geblieben. Das heißt, nur wenige Jahre später, um 1948 rum, ist diese Busgarage hier abgebaut worden und auf ein Hofgut versetzt worden. Ein Hofgut, das zu der Anstalt dazugehört hat. Dort hat man die Busgarage als Scheune benutzt. Man hat sie auch umgebaut. Das heißt, als sie auf dem Hofgut stand, hat man auch noch einen Unterstand dran gebaut. Man hat eins der Tore auf die andere Seite versetzt, damit sie durchfahrbar ist. Und im Grunde genommen hat man sie als Lagerplatz benutzt. Mit der Zeit war sie dann irgendwann ein Sturz gefährdet. Daraufhin gab es dann eine Initiative, dass diese Busgarage eigentlich als auch wichtiges historisches Zeugnis wieder an ihren historischen Ort zurückgebracht werden sollte. Das ist im Endeffekt 2006 auch passiert. Das heißt, 2006 hat man die Busgarage dann wieder hier an ihren historischen Ort gebracht. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie heute 1:1 an dem gleichen Standpunkt steht wie 1941. Man muss mitdenken, heute ist das große Wirtschaftsgebäude nicht mehr da, das vorher diesen Innenhof dominiert hat. Jetzt hatte man wesentlich mehr Platz und es war möglich, dass die Busgarage als im Endeffekt ein größerer hölzerner Bau auch ein bisschen weiter weg vom Hauptgebäude aufgestellt wird. Wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer umguckt, das heißt auch ein bisschen genauer auf das Holz achtet, das hier in der Busgarage zu finden ist, dann kann man ganz gut erkennen, dass es hier deutlich helleres Holz gibt.
Dieses Holz stammt von 2006, von der Restaurierung der Busgarage. Das Holz, das allerdings deutlich dunkler ist, da ist davon auszugehen, dass das das Holz ist, das auch 1941 mit der Busgarage hier stand. Gut, eine Sache haben wir in der Busgarage noch und die betrifft den Ausgang. An diesem Ausgang oder dieser Ausgangstür war 1941 noch ein Schleusengang dran gebaut und dieser Schleusengang war komplett verschlossen und hat von dieser Tür direkt an den nächstliegenden Eingang des Hauptgebäudes geführt. Das heißt, auch hier werden wieder Vertuschungszwecke zu tragen gekommen sein. Das heißt, man wollte nicht, dass irgendwer von außerhalb die Chance hat zu sehen, wer eigentlich diese Busgarage verlässt und in das Hauptgebäude gebracht wird. Dieser Schleusengang ist heute nicht mehr vorhanden. Er war tatsächlich 1945 schon nicht mehr vorhanden. Wir wissen nicht wirklich genau, wann er weggekommen ist. Aber es gibt sehr sichere Aussagen darüber, dass er 1941 hier existiert hat. Wir gehen als nächstes jetzt auch in das Hauptgebäude. Während wir uns auf den Weg reinmachen, wäre noch mal eine gute Zeit für Fragen. Okay, aber Lena schüttelt den Kopf. Das heißt, wir machen uns einfach auf den Weg rein. Da keine akuten Fragen aufgetaucht sind, nutze ich die Gelegenheit kurz nochmal, um was aufzugreifen, was mir eben leider entfallen ist. Und zwar ist das noch eine Fotografie bzw. ein Bild, das ich mitgebracht habe und das ich immer sehr spannend finde und deswegen ungern vorenthalten möchte. Und zwar ist das eine Postkarte von der Korrigentenanstalt zu Hadamar und ich habe es mir mal rausgenommen, beziehungsweise mit Erlaubnis rausgenommen, dass ich diese Postkarte oder die Kopie der Postkarte einmal anmarke. Und zwar das hellgrün-gelbliche ist im Endeffekt diese riesige Umfassungsmauer, die hier existiert hat bis 1926/27. Und vielleicht kann man auch erkennen, dass diese Umfassungsmauer im Endeffekt so hoch war, dass sie fast vollständig die unterste Fensterreihe verdeckt hat. Wie gesagt, heute ist von dieser Mauer eigentlich nur noch der Teil übrig, den wir eben gerade im Innenhof gesehen haben. Zu dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist zu sagen, dass der Bereich 1941 nochmal eine größere Rolle für den Mordablauf gespielt hat. Das heißt, wenn die Menschen mit Bussen in dieser Busgarage angekommen sind, sind sie als nächstes auch hier reingeführt worden. Hier waren größere Auskleide- und Wartesaal. Von hier aus ging es dann auch nochmal in Einzelzimmer zur Überprüfung der Personalien, zu einer scheinärztlichen Untersuchung und zum Fotografieren. Von dort aus ging es dann in den Kellerbereich, welcher 1941 auch der zentrale Tötungsbereich war. Hier von dem Saal kann ich heute leider nicht wirklich was zeigen. Das liegt zum einen daran, dass es aus der Zeit keine Innenaufnahmen des Gebäudes gibt. Zum anderen haben wir aber hier noch keine wirklich größeren bauhistorischen Spuren freigelegt, sodass ich sie im Rahmen von der Führung heute zeigen könnte. Was ich allerdings zeigen kann, ist im Endeffekt der letzte Weg, den die Menschen genommen haben, bevor sie in den Kellerbereich gekommen sind. Und das betrifft das Treppenhaus im Ostflügel. Da werden wir jetzt auch hingehen. Dieses Treppenhaus ist für uns nochmal ziemlich spannend,
weil hier tatsächlich bauzeitliche Spuren noch zu finden sind. Und wenn ich bauzeitlich sage, dann meine ich die Zeit der Erbauung des Gebäudes, sprich Korrigentenanstaltszeit. Zum einen bauzeitlich ist das Treppengeländer, das hier noch vorhanden ist. Das wird sicherlich nicht immer diesen blau-weißen Farbanstrich gehabt haben, aber mit Farbanstrichen ist es so ein bisschen tricky. Das heißt, man kann heute oft nachweisen, was ist der letzte Anstrich, so wie hier blau-weiß, und was ist vielleicht der allererste Anstrich, den es mal bekommen hat. Und dann eventuell kann man auch noch aufzeigen, wie viele Farbschichten gibt es denn dazwischen noch. Aber dann wird es schwierig. Das heißt, dann einzelne Farbschichten auf wirklich sehr konkrete Zeiten festzulegen, wie für uns 1941 zum Beispiel, das ist extrem schwierig und in den meisten Fällen nicht wirklich möglich. Was allerdings noch ganz spannend hier in diesem Treppenhaus ist, ist die Tür. Wenn Lena einmal hinter sich schwenkt, kann man sie ganz gut sehen. Diese Tür ist in Teilen auch noch bauzeitlich, das heißt auch aus der Zeit der Korrigentenanstalt, aber auch zur NS-Zeit hier gewesen. Bei der Tür allerdings nur der Holzrahmen, das heißt der Türgriff und auch der Glaseinsatz, die sind neuzeitlicher. Hier in diesem Treppenhaus befindet sich auch der heutige Zugang zum historischen Keller, das heißt, da hat sich auch 1941 der Zugang zum Kellerbereich befunden. Wir werden den Zugang heute allerdings nicht nutzen. Wir werden heute über einen Außenzugang in den Keller gehen. Okay. Gut. Kurz die Tür. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorweg. Wir werden nicht sehr viel Zeit im historischen Keller verbringen. Das liegt zum einen daran, dass die technische Situation das nicht so wirklich hergibt. Das heißt, hier der Hinweis für alle, wir haben manchmal ein bisschen Verbindungsprobleme im Keller. Das heißt, sollte das Video mal ruckeln oder mal kurz stoppen, bitte ein bisschen Geduld mitbringen. Wir versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben, sodass Sie möglichst viel auch aus dem historischen Kellerbereich sehen können. Der andere Grund, warum wir nicht so viel Zeit im Keller verbringen werden, ist, dass ich mir tatsächlich ganz bestimmte Sachen rausgesucht habe, die ich heute gerne zeigen würde, weil das Sachen sind, die oft nicht so wirklich im Fokus stehen, die aber doch auch nochmal vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung von diesem Bereich gewährleisten können. Und genau das machen wir heute. Entschuldigung. Vielleicht ein paar Grundinfos zu diesem Kellerbereich. Als klar wurde, dass Hadamar eine Tötungsanstalt der Aktion T4 werden sollte, gab es hier größere Umbauarbeiten. Diese Umbauarbeiten beschränkten sich hauptsächlich auf diesen Kellerbereich. Das heißt, es wurde eine Gaskammer eingerichtet, ein Sektionsraum und ein Krematorium mit einem dazugehörenden Schornstein. Diese Umbaumaßnahmen gingen Ende 1940 los, gingen bis Anfang 1941, deswegen der offizielle Start für Hadamar als Tötungsanstalt ist dann im Januar 1941 gewesen. Im August 1941 wurde diese Gasmordaktion wieder eingestellt. Das heißt, man hat auch diesen Tötungsbereich wieder zurückgebaut. Sprich, wenn man heute diesen Keller betritt, darf man nicht mit der Annahme reingehen, dass dort immer noch der Status quo von 1941 ist. Weil man eben auch mitdenken muss, dass das gesamte Gebäude nach 1945 auch weiter benutzt wurde, ja bis heute im Endeffekt. Das heißt, es gibt auch in der Nachkriegszeit immer noch Umbaumaßnahmen, die durchaus auch mal diesen Kellerbereich haben betreffen können. Allerdings muss man dazu sagen, dass gerade dieser Kellerbereich ist der Ort, wo noch die allermeisten Spuren aus der NS-Zeit vorhanden sind und sichtbar sind. Und genau das gucken wir uns jetzt an. So. Wenn wir uns hier im Keller einen kleinen Überblick
verschaffen wollen, dann sind wir gerade hier diese Außentreppe runtergekommen und befinden uns jetzt in dem Vorraum zur ehemaligen Gaskammer. 1941 sind die Menschen die Innentreppe des Gebäudes runtergekommen, dann aber ebenfalls auch zunächst in diesen Vorraum zur Gaskammer gebracht worden. Die Räume, die sich danach anschließen, sind eben die ehemalige Gaskammer. Dahinter ist ein Raum, wo die Gasflaschen bzw. die Gasinstallation eingerichtet waren. Dann am Ende noch der ehemalige Sektionsraum. Ungefähr neben dem Raum der Gaskammer oder eher dem Raum der Gasflaschen geht es den Gang runter zu dem Standort der ehemaligen Krematorien. Die zwei Punkte bezeichnen hier auf dem Plan die Standorte von den zwei Einäscherungsöfen, aus denen das Krematorium bestand. Uns wird es jetzt gleich im Endeffekt um zwei Bereiche gehen. Einmal den Bereich hier, wo auch das kleine Kreuz angebracht ist. Das heißt, wir werden uns ein bisschen in diesem Flur vor der Gaskammer umschauen und danach werden wir noch runter zu dem Standort der Krematorien gehen und uns da noch bestimmte Sachen ansehen. Für hier den Flur habe ich mir überlegt, dass ich über im Endeffekt drei Sachen sprechen möchte. Das erste ist dieser Türsturz, der hinter mir immer noch ganz gut zu sehen ist. Dieser Türsturz ist NS-zeitlich. Das heißt, der ist definitiv im Rahmen dieser Gasmordaktion hier eingebaut worden. Vielleicht kann man es ganz gut erkennen, der ist überwiegend grün gestrichen. Allerdings geht der Farbanstrich hier unten nur circa bis zur Hälfte hin. Danach fehlt er. Aufgrund dessen kann man davon ausgehen, dass hier ein solider Teil, also ein unbeweglicher Teil angebracht war und eigentlich nur auf der anderen Seite sich wirklich eine Tür befunden hat, was man auch daran festmachen kann, dass nur hier in der Wand nochmal diese Eisenverankerungen für eine Tür auch eingelassen sind. Jetzt aus Sicht des Mordprogrammes bzw. aus Sicht der Täterinnen und Täter hat es durchaus Sinn gemacht, 1941 hier diesen Flurbereich durch diese Tür nochmal abzugrenzen. Weil alles, was sich hinter dieser Tür dann befunden hat, das war der zentrale Tötungsbereich in diesem Keller. Das heißt, hinter dieser Tür ist eben jener Weg, den man dann genommen hat, wenn man Leichname von der Gaskammer runter zum Krematorium gebracht hat. Und genau diese Sicht darauf sollte verschlossen werden vom Rest des Kellers. Was noch ganz spannend in diesem Keller eigentlich ist, ist der Boden. Das heißt, ursprünglich, also mit Erbauung der Korrigentenanstalt, gab es hier einen Ziegelboden. Als man hergekommen ist, um die Anstalt in eine Tötungsanstalt umzuwandeln, hat man allerdings den Boden geändert. Das heißt, man hat einen Estrichboden hier angebracht. Das ist dieser graue Boden, wo ich jetzt auch gerade drauf stehe und der auch überwiegend in diesem Keller vorzufinden. Das heißt, der ist NS-zeitlich. Für die Wände können wir heute sagen, dass die bauzeitlich einen hellen Kalkputz bekommen haben. Für die NS-Zeit ist aber auch davon auszugehen, dass es im Grunde genommen diese weißen Wandflächen gab und dass es auch ebenfalls einen Sockelanstrich gab, so wie es hier auch zu sehen ist. Das heißt, in dem unteren Bereich der Wand war in der NS-Zeit ein relativ hellblauer Sockelanstrich angebracht. An vielen Stellen ist er allerdings später auch noch mal so ein bisschen gräulich überstrichen worden. Das heißt, das sind... es gibt eine Frage. Ja, und zwar einmal die Frage, wie viele Menschen in der Gaskammer gleichzeitig ermordet worden sind. Die Frage ist, wie viele Menschen gleichzeitig in dieser Gaskammer ermordet worden sind. Das Problem mit Aussagen über den ganz konkreten Tötungsverlauf hier unten im Keller ist, dass dazu nur so ein eingeschränktes Quellenmaterial da ist. Das heißt, die meisten Aussagen, die wir machen können, stammen im Endeffekt von Prozessunterlagen, also von den Nachkriegsprozessen und dem, was die Angeklagten dann vor Gericht gesagt haben. Da wird unter anderem mal erzählt, dass es bis zu 50 Menschen gleichzeitig waren. Es gibt aber auch andere Zahlen, die dann mal fallen. Das heißt, eine wirklich sehr konkrete Zahl jetzt festzulegen,
ist extrem schwierig, weil es keine anderen abgleichbaren Quellen mehr dazu gibt. Was man allerdings sagen kann, ist, dass uns heute mindestens 10.000 Opfer bekannt sind, die hier innerhalb von 8 Monaten, also von Januar 1941 bis August 1941, ermordet worden sind. Das bedeutet auch, Hadamar war in der Zeit reine Tötungsanstalt. Fast täglich kommen Transporte hierhin. Die Gaskammer und die Krematorien sind dementsprechend auch täglich in Betrieb, weil ansonsten würde man nicht auf so eine hohe Zahl wie 10.000 kommen. Gut, dann möchte ich ja gerne noch eine zweite Sache hier in dem historischen Keller zeigen. Und das betrifft so ein bisschen die Krematorien bzw. die Einäscherungsöfen. Die wurden auch für das Gasmordprogramm hier aufgestellt. Im August 1941 endet dieses Programm aber relativ abrupt. Das heißt, in der Folgezeit werden auch die ganzen Tötungsinstallationen hier wieder abgebaut. Das betrifft auch die Einäscherungsöfen. Jetzt hat man längere Zeit zwar den Standort von dem Ganzen vermutet, man hat aber nicht wirklich dran geglaubt, dass noch Reste dieser Öfen zu finden seien. Dann gab es aber Untersuchungen in Pirna-Sonnenstein. Und Pirna-Sonnenstein ist eine der anderen 6 Tötungsanstalten der Aktion T4. Und in Pirna-Sonnenstein haben sie noch Reste dieser Einäscherungsöfen freigelegt. Danach ging es los, dass man mehr Untersuchungen hier in Hadamar gemacht hat, weil man gewisse Parallelen festgestellt hat. Das heißt, auch hier in Hadamar hat man dann die Vermutung aufgestellt, dass man immer noch Reste dieser Öfen finden wird. Man hat dann auch so Tests gemacht, wie dass man zum Beispiel den Boden abklopft in den Bereichen, wo man den Standort vermutet hat und festgestellt hat, dass man einen Hohlraum hört. Das heißt, die ganzen Vermutungen haben sich immer weiter verdichtet, sodass man dann 2012 hier tatsächlich nochmal eine Ausgrabung gemacht hat. Und wir gehen uns jetzt anschauen, was man bei dieser Ausgrabung gefunden hat. Kleiner Hinweis an der Stelle, wir müssen ein bisschen eine andere Perspektive hier unten einnehmen, weil insbesondere hier der Empfang nicht ganz so gut ist. Wir hoffen, dass es stabil bleibt. Sollte es doch mal irgendwie stoppen, einfach ein bisschen Geduld. Wir kümmern uns um den neuen Verbindungsaufbau dann. Also, was man jetzt hier hinter mir sehen kann, ist das Ergebnis der Ausgrabung von 2012. Das heißt, auch in Hadamar hat man tatsächlich noch mal Reste eines der Öfen oder einer der Öfen freigelegt. Was man heute sieht, sind im Endeffekt die 2 untersten Schichten dieses Ofens. In der hinteren Aussparung, die frei ist, da ist der Koksbrand ursprünglich runtergekommen. In der vorderen Aussparung, wo so eine Glasplatte drauf liegt, da ist der Leichenbrand damals runtergekommen. Jetzt ist die Frage, warum hat man hier überhaupt noch was gefunden? Das ist relativ einfach erklärt jetzt hinterher. Man hat noch was gefunden, weil als die Öfen hier aufgebaut wurden, hat man neben die Öfen eine Stufe nach unten versetzt, weil dann die Arbeitsebene an den Öfen tiefer gelegt war. Als im August 1941 die Gasmordaktion abgebrochen wurde, hat man die Öfen hier abgebaut, hat diese Stufe im Endeffekt mit Schutt und mit allem Möglichen wieder aufgefüllt und hat dann Estrich nochmal drüber gelegt. Das heißt, heute konnte man im Endeffekt wegen dieser Stufe nochmal was freilegen. Man sieht auch die Abgrenzungen der Stufe heute immer noch ganz gut. Das heißt zum einen die Kante, die jetzt aufgebrochen ist für die Ausgrabung. Man sieht aber auch, wo die Stufe weitergeht. Das heißt, hier rechts neben mir sieht man, dass es einen Unterschied in der Estrichfarbe gibt und auch so eine Kante gibt. Na, das heißt, wieder grauer Boden, das ist der NS-zeitliche Estrich, der hier reingekommen ist. Der braune Boden, das ist eben jener, der reingekommen ist, als man hier die Krematorien abgebaut hat und die Stufe wieder aufgefüllt hat. Jetzt weiß man von Hadamar, dass es hier ursprünglich 2 Einäscherungsöfen gab. Man hat aber nur den einen bei dem einen nochmal eine Ausgrabung gemacht. Man weiß aber relativ genau, wo der zweite Ofen stand.
Und zwar einerseits, weil man ja sieht, wo die Stufe weitergeht. Andererseits hat man hier unten im Boden solche Eisenreste noch drin. Die haben damals zu einem Rollenbock gehört, über den man Leichname in den Ofen reingeschoben hat. Genauso findet man immer noch Eisenverankerungen in der Decke. Die haben zu einem Seilzugsystem gehört, über die man die Luke des Ofens hochziehen konnte. Die gleichen Reste, also Eiseneinschlüsse im Boden und in der Decke, findet man auch im Gang nebendran. Plus dadurch, wo man sieht, wo die Stufe verläuft, kann man relativ genau abschätzen, wo dieser zweite Ofen gestanden haben muss und wo heute eventuell auch noch Reste zu finden wären. Ausgesehen haben diese Öfen ungefähr wie auf diesem Bild. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist ein Foto, das in Dachau gemacht wurde, weil da der Ofen noch steht. Man weiß, dass die Firma, die Dachau beliefert hat, auch die Öfen für Hadamar hergestellt haben muss. Für die Öfen in Hadamar muss man lediglich davon ausgehen, dass sie in der Farbe abweichend waren. Das heißt, hier in Dachau ist es so eine bräunliche Farbgebung, in Hadamar wird es eher eine grau-grünliche Farbgebung gewesen sein. Das konnte man heute, das konnte man 2012, als man die Ausgrabung gemacht hat, nochmal genauer an den Steinen untersuchen. Und daher können wir so Auskünfte wie über die Farbe geben. Gut. Das wäre es erstmal hier aus dem Kellerbereich. Lena und ich werden wieder hochgehen. Sobald wir oben sind, geht es dann auch inhaltlich weiter. Gut. Die Gasmorde enden, wie gesagt, im August 1941 hier in Hadamar. Danach ist nicht so wirklich klar, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Es gibt unterschiedliche Ideen, was hier vielleicht reinkommen sollte. Nichts setzt sich wirklich durch. Im Endeffekt ist es dann so, dass im August 1942, also wirklich ein knappes Jahr später, neue Transporte hier ankommen. Das heißt, hier werden wieder Menschen als Patientinnen und Patienten untergebracht. Die Anstalt wird voll belegt, beziehungsweise auch überbelegt zeitweise. Was man jetzt nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Hadamar auch zu der Zeit immer noch eine definierte Tötungsanstalt war. Und zwar von 1942 bis 1945 war sie Teil der sogenannten dezentralen Euthanasie. Das bedeutet, man hat hier Menschen mittels überdosierter Medikamente ermordet oder man hat sie durch eine extreme Vernachlässigung oder auch Mangelversorgung ermordet. Das Ganze geschah unter dem Deckmantel eines Anstaltsbetriebes. Das heißt, nach außen hin sollte Hadamar durchaus wieder als eine Landesheilanstalt wahrgenommen werden. Tatsächlich ist sie aber immer noch definierte Tötungsanstalt. Das heißt, Menschen wurden hier hingebracht, damit sie eben hier auch im Rahmen der Euthanasie den Tod fanden. Vom Aussehen her ist uns dort ein bisschen mehr bekannt. Das heißt, beispielsweise gibt es dieses Foto, was einen der großen Säle zeigt, in denen Menschen dann in der Zeit untergebracht waren, beziehungsweise Säle, eine der großen Stationen, in denen die Menschen dann untergebracht waren. In dem Mordprogramm, also von 1942 bis 1945, gehen wir nochmal von ca. 4.500
Menschen aus, die ermordet wurden. Für dieses Mordprogramm wurde dann auch ein eigener Anstaltsfriedhof eingerichtet, der vorher nicht existiert hat. Dieser Friedhof war allerdings reine Tarnung für Massengräber. Dieses ehemalige Friedhofsgebiet selber, unglaublich spannendes Thema, allerdings nicht Thema von heute. Das heißt, in einer der kommenden Live-Führungen der Gedenkstätte wird es explizit um diesen ehemaligen Friedhof und der heutigen Gedenklandschaft gehen, die sich dort jetzt befindet. Für unser Thema der Bau- und Nutzungsgeschichte ist zu sagen, dass wir für die Zeit 42 bis 45 auch noch nicht so wirklich, ich sag mal jetzt auch so haptische Spuren haben, die ich gut zeigen könnte im Rahmen dieser Führung heute. Was es für die Zeit allerdings gibt, was es zum Beispiel für 41 nicht gibt, sind eben diverse Aufnahmen aus dem Innenraum. Das heißt beispielsweise wie das Foto, was wir eben gezeigt haben von einem der Stationen. Diese Fotos wurden vom US-Militär gemacht. Das heißt, die sind am 26. März 1945 in Hadamar einmarschiert, haben die Stadt und damit auch die Anstalt offiziell befreit. Die haben eine Dokumentation angelegt mit Fotos und teilweise auch Videos, die Teile des Innengebäudes nochmal zeigen. Nochmal die Frage, gibt es Fragen? Ja, und zwar einmal, welche Spuren, Kenntnisse gibt es für den Tötungsbetrieb? Schornstein, Aschelagerung, Transportfrequenz? Okay, die Frage ist, welche Spuren es für den Tötungsbetrieb gibt, das heißt Schornstein, Aschelagerung, Transportfrequenz. Die Frage nach Transportfrequenz verstehe ich jetzt so, dass die Frage ist auch, welche Transporte bzw. wie viele Transporte auch hier hingekommen sind. Dazu ist zu sagen, dass wir aussagen können, dass fast täglich Transporte hier angekommen sind. Die Transportstärke variiert allerdings. Das können mal 70 Leute sein, das können auch mal ca. 110 Leute sein, die hier hingekommen sind. Für andere bauzeitliche Spuren, was jetzt Schornstein und Aschelagerung betrifft, muss ich sagen, ja, es gibt Spuren zu dem Schornstein. Bei dem Schornstein muss man mitdenken, dass es kein herkömmlicher Schornstein war, der hier eingerichtet wurde. Das heißt, als die Anstalt zur Tötungsanstalt wurde, hat man keinen Schornstein außerhalb am Gebäude hochgezogen. Das hätte auffällig sein können. Was man gemacht hat, ist, dass man im Endeffekt innerhalb des Gebäudes die Stockwerke durchbrochen hat und dort den Schornstein hochgezogen hat. Auch wahrscheinlich wieder aus so einem Vertuschungsgedanken raus, dass man nicht möchte, dass der wirklich sichtbar ist. Wir haben heute erste Spuren zu diesem Schornstein gefunden. Das heißt, wir können lokalisieren, wo der gewesen sein müsste. Die sind aber noch nicht vollkommen ausgewertet. Dieser Schornstein war tatsächlich auch nicht ganz so vertuscht gebaut, wie man gedacht hat, weil durch die Krematorien dann kontinuierlich Rauch aufgestiegen ist und diesen Rauch hat man definitiv in der Zeit damals auch wahrgenommen, hier in der Umgebung. Für die Aschelagerung kann ich tatsächlich keine größere Auskunft geben. Das ist noch ein relativ offenes Forschungsfeld. Das heißt, auch wir wissen nicht, wo diese Asche definitiv hingekommen ist. Auch da sind wir oft auf diese Aussagen aus den Prozessen angewiesen. Da werden unterschiedliche Sachen erzählt, was mit dieser Asche passiert. Heute ist die Frage, ob vielleicht eine Kombination aus allen Erzählungen stimmt oder ob man eventuell doch noch irgendwo einen Ort oder konkretere Hinweise darauf findet, was man mit dieser Asche gemacht hat. Genau, dann wäre noch eine Frage, und zwar das Morden von osteuropäischen Kriegsgefangenen im Hadamarer Konflikt. Konflikt ist für sich selbst zu sehen oder auch in Bezug auf die Gedenkstätte? Ah, okay. Die Frage ist, ob die Ermordung von osteuropäischen Zwangsarbeitenden im Konvikt in Zusammenhang mit Hadamar zu sehen ist oder einzelstehend. Das ist tatsächlich, das Konvikt ist abgeschlossen, also abgetrennt von der Tötungsanstalt hier in dem Anstaltsgebäude zu sehen. Was allerdings hier passiert ist und was auch ab 1942 neu ist, ist, dass die Opfergruppe sich extrem ausgeweitet hat. Das heißt, auch hier in die Anstalt hat man dann polnische und sowjetische Zwangsarbeitende gebracht. Mit der Annahme oder der Anklage, dass sie an Tuberkulose leiden würden, hat sie in einen besonderen Bereich
des Anstaltsgebäudes gebracht und hat sie dort innerhalb des gleichen Tages noch ermordet. Was so gesehen ein Novum war, weil die meisten anderen Patientinnen und Patienten hier durchaus auch längere Zeit überleben konnten, diese Zwangsarbeitenden allerdings nicht. Das, bei denen ist davon auszugehen, die sterben am gleichen Tag, an dem sie hier ankommen. Okay, gut. Dann haben wir uns überlegt, dass wir noch so einen kleinen Ausblick auf unsere Arbeit hier vor Ort geben möchten. Das heißt, die Baugeschichte begleitet uns ja jetzt schon seit einiger Zeit. Es werden viele bauhistorische oder bauarchäologische Untersuchungen hier auch gemacht. Und wir haben sie definitiv noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir stellen immer wieder fest, dass man an diesem Gebäude viele Sachen entdecken kann, auch wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist, die dann allerdings nochmal eine größere Bedeutung hat oder über die wir auch nochmal neue Erkenntnisse über diesen Ort erlangen können. Eine der neuesten Sachen möchte ich Ihnen gerne zeigen. Und zwar betrifft das den Bodenbereich hier neben mir. Der wurde jetzt jüngst nochmal geöffnet, weil wir uns die Frage gestellt haben, welche Bodenschichten denn eigentlich hier noch vorzufinden sind. Das heißt, die Annahme war, dass sich hier bauzeitlich mal ein Arbeits- und ein Speisesaal, also zur Zeit der Korrigentenanstalt, hat sich hier ein Arbeits- und ein Speisesaal befunden. Und wir haben uns gefragt, finden wir noch den dazugehörigen bauzeitlichen Boden? Wir haben jetzt erste Auswertungen davon schon. Auch hier der Hinweis, es ist noch nicht abgeschlossen. Aber was wir gefunden haben, ist, dass die unterste Schicht so ein versiegelter Kalkestrich ist. Das ist ein relativ einfacher, aber auch beständiger Boden. Und vor allem ist er auch relativ leicht zu säubern. Das heißt, unsere Annahme ist erstmal, dass dieser Boden hier auch wirklich längere Zeit, auch während der Anstaltszeit des Gebäudes vorhanden war. Wir haben dann aber noch eine zweite Schicht freigedeckt. Das heißt, die nächste Schicht, die da drüber kommt, ist ein grüner Linoleumboden. Bei dem ist es extrem schwer, den zu datieren. Darüber kommt nochmal eine Holzspanplatte und dann der heutige PVC-Boden. Das heißt, das sind soweit die Sachen, die wir jetzt an dieser kleinen Stelle aufgedeckt haben. Wie gesagt, da gehen unsere Recherchen und Auswertungen gerade noch weiter. Für uns bleibt es damit hier vor Ort immer spannend und definitiv ein größeres unserer Forschungsfelder. Dann nochmal abschließend die Frage nach Fragen. Keine mehr da, alles beantwortet. Das ist ideal für die Führung. Das heißt, ich bedanke mich, dass Sie heute hier live dabei waren bei dem bauhistorischen Rundgang durch das Anstaltsgebäude bzw. durch das historische Gebäude auf dem Mönchberg. Ich hoffe, dass Sie bei einer unserer nächsten Live-Führungen auch wieder dabei sein werden und verabschiede mich an der Stelle. Tschüss, schönen Tag.